Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch diesmal zeigen, wie ihr Shiny Promoted Raids farmen könnt, beziehungsweise was die Unterschiede sind zum normalen Shiny Raid Farmen. Und hier möchte ich jetzt gleich zu Anfang sagen, dass ich bei diesem Video hier voraussetze, dass ihr mit der normalen Shiny Raid Farm Methode vertraut seid, okay? Weil ich möchte nicht diesen ganzen Prozess hier jetzt nochmal erklären, sondern nur die ein, zwei Sachen, die ein bisschen anders sind, auf die man achten muss, okay? Also wer mit der normalen Methode nicht vertraut ist, wie man Shinies in Raids farmt, soll sich bitte das Video anschauen. Ich werde das hier oben noch verlinken. Schaut euch zuerst das an und für die, die es alle wissen, starten wir jetzt gleich. Gut, ich bin hier als erstes beim Claw-Plateau und wir müssen jetzt ein bisschen da runterdüsen. Hier haben wir nämlich zwei Event-Nester. Und hier ist es jetzt so, ich weiß leider nicht, in welchen Nestern überall promotete Raids kommen. Ich finde da leider auch keine Liste oder so im Internet dazu. Ich habe schon einiges gesucht, ich finde leider nichts. Falls ihr da etwas Genaues wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wäre ich sehr froh darum. Hier haben wir auf jeden Fall das erste Nest, zwei Nester weiß ich, die promoted sind. Einmal dieses hier und einmal das da hinten. Jetzt sieht man es gerade nicht so gut im Sandsturm. Und hier ist das zweite Nest. Okay? In diesen beiden Nestern hier können Shiny Promoted Raids kommen. Oder beziehungsweise halt die Promoteden Raids. Die Shinies müsst ihr euch suchen. Also kommen können sie auch. Ja. So. Hier haben wir ja schon eins drin. Schauen wir einfach mal rein. So, ein Thanatora. Ja. Was hier jetzt sehr, sehr wichtig ist, zu beachten. Noch, ich kenne eben leider nur diese zwei Nester, solltet ihr andere kennen, könnt ihr das gern sagen. Und hier ist es jetzt so, dass diese Event-Pokémon nicht bei einem violetten Strahl kommen, okay? Also wenn ihr die Event-Pokémon wollt, dann müsst ihr euch einen roten Beam holen. Die kommen nämlich nur im roten Beam und nicht im violetten. Das ist wichtig zu beachten, dann halt eben in welche Nester ihr geht. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache und da wechseln wir jetzt mal kurz. So, hier eben ist das ganz normal, wie bei der anderen Methode auch. Ihr holt euch zuerst euren Seed hier raus, checkt den Seed. Und hier geht ihr dann einfach auf die andere Seite und klickt hier bei Event. Nicht bei Den, sondern bei Event. Und ja, jetzt könnt ihr ganz einfach hier eingeben das Datum von dem Event, das wir gerade haben. Das Event hat am 10.04. gestartet. Also haben wir hier, ja, dieses Event, dann könnt ihr noch eure Edition auswählen und hier könnt ihr dann das Pokémon auswählen, das ihr gefangen habt. Und ja, hier den Seed eingeben, Startframe wisst ihr Bescheid, lassen wir so, wenn wir das erste gefangen haben, Number of Frames erhöhen wir ein bisschen. Und jetzt könnt ihr so natürlich sogar die promoteten Nester rausfinden, eben wegen den Werten oder Frames. Ich habe jetzt hier kein Seed leider zum Testen. Wir könnten mal von irgendjemandem hier schnell den Seed nehmen. Wir packen den einfach gleich mal rein. Machen hier mal auf die 10.000. Ja, was hat der gefangen? Ach so. Okay, und die Namen sind alle Englisch. Guardevoir, haben wir kein Guardevoir hier drinnen? Aber wir wissen ja auch nicht jetzt, ob das von ihm, von einem Event-Nest ist. Wir klicken jetzt einfach mal drauf. Search Next Shiny Frame. Dauert kurz. Und ja, das nächste wäre bei 2700. Da hat derjenige nicht so viel Glück. Ja, auf jeden Fall könnt ihr über das dann auch rausfinden, ob das Pokémon eben die versteckte Fähigkeit hat oder nicht. Ja. Das war's eigentlich. Das sind die Sachen, auf die man mehr achten muss. Das einzige Problem ist halt eben, ihr könnt nicht schauen, ob das Pokémon die versteckte Fähigkeit hat oder Fähigkeit 1 oder 2. Aber dafür, wenn ein Event ist, kann man sich halt hier gleich einige Shinies abstauben, beziehungsweise der Kollege kann sie sich abstauben und dann einem rüber traden oder so. Jo, das war's alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.